So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge von Drimmelschweg zum Star. Und ihr hört's vielleicht schon so ein bisschen an meiner Stimme. Ja, der Schlappen ist so ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, ich kann heute nicht so richtig schreien. Hab ein bisschen Halsweh, hab mich erkältet, bin verschnupft, bin am Schniefen, aber... Das hält uns nicht von ab, hier FIFA zu spielen. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir haben heute mal wieder ein paar Änderungen vorgenommen. Ich hol mal schnell meinen schlauen Zettel, denn da stehen alle Infos drauf. 28.550 Münzen hatten wir, durften ja letztendlich 5 Spieler austauschen. Und ich habe 2 Spieler mir gedacht, die wir auf jeden Fall holen. Und das waren wirklich die beiden, die von euch somit am meisten gewünscht worden sind. Vor allem der eine, nämlich der Keeper. Und zwar Ralf Fährmann. 12.000 Münzen hat er gekostet als Cat. Gleich mal hier, was den Chemistry-Style angeht. 85 Echten, 86 Reflex, 80 Ballsicherheit, 40 Tempo, 77 Abschuss, Abschlag und 79 Positionsspiel. Also ich denke, das ist ganz gut. Fährmann Team of the Season ist ja ein Silberspieler, also passt vielleicht von dem her. Wobei kann man so nicht sagen. Aber mal wieder ein Silberspieler, denn das ist auch noch eine Sache, die ich ansprechen möchte. Das kam, ich glaube, 2-mal in den Kommentaren vor und ist mir so ein bisschen ins Auge gestochen. Von wegen Schlappi, bitte... Töte die Serie in Anführungszeichen nicht, indem du wirklich nur so eine Standard-Bundesliga-Truppe machst mit lauter Dortmund- und Bayern-Spielern. Hab ich nicht vor. Und ihr seht's auch so ein bisschen, gut, wir haben natürlich am Anfang jetzt mit Alaba, mit Dante und mit Hummels da welche gekauft, auch mit Shaqiri, wobei Shaqiri natürlich, denke ich, da noch gut mit reinpasst, weil er einfach zu Drimmitsch da vorne passt. Das muss ich übrigens, gleich mal tauschen hier. So, dann ist das doch schon um einiges besser. Ist alles gerade ein bisschen spontan. Nee, werde ich auf jeden Fall nicht machen, dass ich da wirklich nur Dortmunder und nur Bayern-Spieler hole. Ich denke so auf den Schlüsselpositionen, da sollten wir wirklich schon die Besten holen, ganz klar. Aber wir werden auch da mal durchwechseln. Keine Frage, wir hätten im Tor sicherlich auch ganz andere Kandidaten noch holen können. Aber ihr habt gemeint, Mensch, hol Fährmann, von dem her machen wir das. Zum zweiten haben wir vorne nämlich noch einen Kevin Prince Boateng. Ich habe mich, muss ich ganz ehrlich gestehen, noch nach der Inform-Variante umgeguckt. Aber die war dann nicht ganz so billig. Ich glaube knapp 50.000, wobei das meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen überteuert war, wobei er ganz gute Werte hat. Ich weiß es nicht. Also wenn der sich gut eignet und wenn der gut passt, ich habe Boateng noch nie so richtig gespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass der gut abgeht, dann können wir da durchaus drüber nachdenken, da ja die Inform-Variante zu holen. Als Hawk für 2.000 Münzen, absolute Schnäppchen. Sofortkaufpreis war bei 6.000, 7.000, da habe ich nur gerade gesehen, Mensch, da läuft gerade einer aus. Ne? Nehmen wir doch gleich. Von dem her 2.000 Münzen, dafür Kevin Prince Boateng im zentraloffensiven Mittelfeld. Und was natürlich auch noch auffällt, 4-1-2-1-2-System, sprich ich habe umgestellt, habe da auch gemeint, ich soll mal mit 2 Stürmern spielen. Von dem her gehen also in das nächste Spiel ein bisschen anders ran. Mit Ginzek vorne und mit Drimmitsch. Denn, ja, ich wusste nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich gestehen, welchen Spieler ich da vorne holen soll. Welchen Stürmer soll ich holen? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe überlegt, Standardspieler Aubameyang. Erstens Dortmunder, zweitens einfach nur schnell übertrieben und einfach nur normal. Habe ich keinen Bock drauf. Mandzukic habe ich mir überlegt, den sehe ich oft, habe ich noch nie selbst gespielt. Also fände ich jetzt mal persönlich interessant, wobei der sicherlich auch einer der gehypten ist. Ich habe dann noch an Hünteler Inform gedacht, war allerdings auch zu teuer für die Münzen, die wir noch hatten. Wir hatten nämlich jetzt dann noch, jetzt lass mich überlegen, 14.550, wenn mich nicht alles täuscht, also 14.000 von 28.55 weg. Ja, 14.550 für 3 Spieler. Ja, habe ich keinen gefunden, den normalen wusste ich jetzt nicht und ja, keine Ahnung. Mlapper habe ich mir noch überlegt, der kostet aber so um die 29.000, der wäre auch mal richtig nice. Auch einer, den jetzt wirklich nicht jeder hat. Also, ne, da merkt er schon, ich will jetzt da nicht so ein Standardteam hinknallen, weil das wäre echt ein bisschen langweilig, ganz klar. Aber, wie gesagt, Ginzek jetzt von Anfang an drin, Ginzek mit Franz und mit Chandler jetzt noch die 3 einzigen Spieler noch aus der Stammelf, mit Drimmitsch natürlich zusammen, der jetzt übrigens auch, ich hoffe, das passt alles, normalerweise Kapitän ist. Ich habe da nochmal so ein bisschen mit reingespielt hier unten. Ne, Hummels ist es. Das übernimmt er komischerweise nicht, vielleicht auch, weil ich die Aufstellung geändert habe. Jetzt müsste es doch eigentlich passen, oder? Jetzt lass mich mal schnell reingucken. Spielerrollen, ja, jetzt ist er Kapitän. Elfmeter will ich nämlich auch gleich noch drin mitschießen lassen. Habe ich eigentlich auch mit eingestellt. Und jetzt gucke ich trotzdem nochmal. Huch, nicht Teamtraining, da müssten, wobei, das müssten wir vielleicht auch noch machen. Spielerrollen, ja, jetzt passt's. Jetzt ist das soweit in Ordnung. Und ich habe ihm eigentlich noch auch die Nummer zugeteilt. Da können wir jetzt auch mal schnell schauen. Die 18, ja, die hat er noch. Okay, ja, Drimmitsch übrigens noch eine kleine Info für euch. Habt ihr ja gemeint, beziehungsweise ein, zwei Leute haben mich angeschrieben, wie es jetzt weitergeht mit der Serie. Drimmitsch wechselt ja zu Leverkusen für 6 Millionen. Ja, es geht einfach weiter, ne? Also ich glaube, da brauchen wir nicht großartig diskutieren. Wir werden einfach so weitermachen. Egal, ob der jetzt bei Leverkusen spielt oder beim Club. Ja, großartig was ändern können wir da leider nicht. Das hätte, wenn der Herr Bader machen sollen. Aber gut, da kann er auch... sehr wenig machen. Das hätte auch ein Mourinho oder ein, keine Ahnung, was es für tolle Berater gibt, nicht hinbekommen, dass der beim Club bleibt. Das also so als kleine Info. Eine 79er Bewertung bekommen wir zusammen, 100er Chemie. Und jetzt kommt noch der Hammer, denn um wirklich all eure Wünsche zu erfüllen, habe ich mir gedacht, aus den verbleibenden 14.550 Münzen ziehen wir noch 2 Packs. Ich weiß, 2 Packs kosten 15.000, aber...
ja, ein bisschen was am Abstoßen kommt ja auch bei rum. Von dem her, denke ich, geht das in Ordnung, oder? Also ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht über Kleinigkeiten streiten. Wegen den 450 Münzen, die haben wir so irgendwie da schon mal abgestoßen. Von dem her geht das klar. Und dann würden wir bei genau 0 Münzen stehen. 3 Sets, beziehungsweise 3 Spieler, die wir letztendlich noch kaufen dürfen. Und dann könnt ihr, wie gesagt, gerne auch vor allem mal einen Stürmer reinschreiben. Das würde mich riesig interessieren, wen wir da neben Drimic auf die Beine stellen sollen. Und wir haben Cambias. So, da gleich mal drin. Cambiasso, wäre so ein bisschen die italienische Richtung. Wisst ihr, was ich da mache? In die aktive Mannschaft. Ich packe den am besten gleich mal rein, damit wir da uns merken, wen wir alles gezogen haben. Und zwar für wen tue ich den jetzt mal rein? Für Vollner. So, und Vollner könnte ich eigentlich schnell verkaufen. Brauchen wir nicht mehr. Aber ich mache jetzt mal in den Verein. So. Also, Pack Nummer 1. Gucken wir mal noch, ob wir sonst was haben. Switzer. Oh, guckt mal an. Guckt mal an. Wir haben aber jetzt schon Schweizer als Trainer, ne? Jetzt lasst mich mal kurz schauen hier. Ich probiere jetzt nochmal schnell rum in die aktive Mannschaft. Ihr merkt heute, ja, der Koller, genau, stimmt, den haben wir ja schon reingenommen. Perfekt. Heute, wie gesagt, mit einer vielleicht etwas komischen Stimme, wobei ich habe, als ich neulich mal krank war und aufgenommen habe, da war ich sogar noch ein bisschen mehr krank. Da habe ich es auch mal angesprochen, dass die Stimme voll im Arsch ist, aber in der Aufnahme war es ja gar nicht so im Arsch. Ich glaube, man hört das nur anders. Wobei ich mich jetzt auch schon wieder ein bisschen räuspern könnte und ein bisschen husten könnte, aber Mensch, FIFA ist wichtiger. So, wir gucken mal rein. Arturo Vidal vorne drauf, das letzte Pack. Und dann bin ich gespannt, vielleicht ein Team of the Season. Yo, leider nicht. Ha, Trapp haben wir dafür. Ja, den können wir zumindest auf die Bank setzen. Guardian. Fitness, das packe ich mal schnell ein. Chilesen, ja, Trapp würde ich mal sagen. Jo, nehme ich auch mal mit in die aktive Mannschaft. Den packen wir mal statt Packer da rein. In den Verein. Und dann würde ich sagen, nämlich noch den guten Trapp. Den habt ihr euch auch gewünscht. Den packe ich jetzt auch mal in die aktive Mannschaft. Dann ist das ja wunderbar. Und zwar für den Herrn Schäfer. Wo ist er denn gewesen? Hier. Wo ist er? Hier ist er. So, Schäfer. Und dann Schäfer in den Verein. Okay, haben wir da auch ein bisschen was gemacht. Das Pack-Opening an sich hat sich jetzt leider nicht so wirklich rentiert. Aber gut, das ist hier mal da. Und sowieso, das werden wir ja nicht beeinflussen können. Mal hast du Glück, mal hast du kein Glück. Jetzt gucke ich nochmal schnell. Aber Spezialsets gibt's soweit keine. Gut, wir haben hier keine Kohle, von dem her ist das egal. Also, gehen wir rein, die Mannschaft steht soweit. Ich gucke jetzt nur nochmal ganz, ganz flix, dass wir auch von der Fitness her soweit ordentlich beisammen sind. Nicht ganz, von dem her, ich weiß, das sind nur 2 Spieler, aber ich investiere jetzt einfach mal so ein Mannschaftsfitness-Ding, egal. Halb so wild, da haben wir genügend. Und dann würde ich sagen, können wir reingehen. Letztes Spiel ist schon ein bisschen her aus meiner Sicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir haben es anscheinend gewonnen. Wie haben wir denn gespielt? 1-0 Sieg gegen den FC Barcelona. Stimmt, da hatte der nicht irgendwie ein paar Infos oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall zuvor ein 3-0 und ein 3-3 unentschieden. Macht in den letzten 4 Spielen, oder die letzte Niederlage war vor 5 Spielen sozusagen. Das zweite Spiel müsste das gewesen sein. Einen Punkt, dann werden wir schon mal sicher in der nächsten Saison in Liga 1. Wenn wir noch 10 holen aus diesen 4 Spielen, dann wären wir sogar Meister und würden noch mal ein paar Münzen mehr bekommen, Freunde, das wäre schon geil. Das wäre schon mega geil, aber gut, wir werden jetzt erstmal gucken, suchen uns den Gegner, hoffen, dass das alles soweit klappt und dann gehen wir es an. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, oh, das ging aber richtig schnell. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, hat das jetzt gepasst von den Trikotfarben? Ich hoffe es mal. Jetzt gucken wir uns erst den Gegner hier an, dann können wir über alles Mögliche quatschen. Ein Liga-BBVA-Team mit Benzema, Pedro, Neymar. Ach du heilige Güte, Xavi hat da noch Busquets sage ich schon, Fabregas, ich weiß gar nicht, wer jetzt hinten gehabt hat. Ich bin schon wieder ein bisschen nervös gegen den AS Essen im King Fahd Stadion, sprich da, wo es glaube ich nie regnet, oder? Ist das nicht das? In den Inter-Trikots mit dem roten Kreuz. So, das also seine Truppe, Casillas, Dani Alves, Piqué, Ramos, Alba, Fabregas und Co., Jesse Rodriguez auf der Bank, Turan, Di Maria, Iniesta, also, ja, wenn man den Iniesta auf eine Bank setzen kann im Liga-BBVA-Team, dann ist das schon gar nicht so verkehrt. Jetzt aufgepasst, er scheint auch noch ein bisschen skillen zu können. Das ist nicht jetzt wirklich das, was ich will. Gut gemacht. Ja. Ja. Drimic kommt da durch. Schade. Piqué. Oh, fast kriegen wir ihn da. Und Ramos macht auch fast den Fehler. Nee, was ich vorhin noch sagen wollte, wir werden es, glaube ich, in der nächsten Saison noch ein paar Änderungen vornehmen, was die Regeln angeht. Aber da werde ich dann nochmal ein Video machen. Weil wir einfach gucken müssen, wie gesagt, das ist alles ein bisschen zu gut gelaufen, als ich es letztendlich erwartet hätte. Und gegen den Gegner hier wird es alles andere als leicht. Kevin Prince Boateng, Drimic, guter Ball auf Shaqiri. Ah, bisschen zu lang gebraucht da, schade. Gündogan hat ihn aber wieder. Und jetzt schnell. Ja. Gincheck, gutes Ding auf Franz. Komm. Ah!
Franz. Und er macht ihn rein, Freunde. Yep, sehr schön, 8. Minute. Mike Franz mit dem 1:0. Ja, für unsere Drimmelstruppe, für unseren ersten FC Nürnberg, unseren upgegradeten ersten FC Nürnberg, wenn man so will. Mensch, wenn der nicht in echt so aussehen werde, würde, oder in echt besser gesagt, das wäre ja mal übertriebenst nice, oder? Der Club mit den allen Spielern, die wir jetzt da gerade haben. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, Ginczek, gutes Ding auf Shaqiri rübergelegt. Oh, Shaqiri wird gefoult, der sollte eigentlich da wieder geschickt werden. Jetzt aufgepasst, Chandler, gut abgeblockt. Geht erstmal zum Einwurf. Also Stand jetzt, gewinnen wir hier 5000 Münzen. Das ist doch soweit schon mal ganz gut. Ramos, ah, genau, Ramos war auch noch ein Mann, den ich eventuell holen wollte, aber der war 100.000 wert, der Inform. Nämlich der Adrian Ramos von Berlin, beziehungsweise jetzt mittlerweile bald Dortmund. Der wäre auch ganz cool gewesen für den Sturm. Aber wie gesagt, da lasse ich jetzt einfach mal wieder euch entscheiden. Ich muss mich auch riesig bedanken, denn die Serie kommt extrem gut an. Muss ich jetzt einfach ja mal wieder loswerden, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber kommt richtig, richtig gut an. In der letzten Folge, ich glaube 254 Kommentare, weil ich eben nochmal schnell alle durchgeguckt habe, die ihr da geschrieben habt. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Drimmitsch kommt leider nicht zum Schuss. Und das ist richtig brutal. Also vielen, vielen Dank. Das ist schön, wenn es euch gefällt, um es mal so zu sagen. Und von dem her, ja, bin ich da mal gespannt, was in den nächsten Folgen da, beziehungsweise nach dieser Folge in den Kommentaren steht bezüglich einem neuen Stürmer. Und wie gesagt, ich war da so ein bisschen überfragt. Drimmitsch auf Boateng, kommt leider nicht durch. Drimmitsch kommt auch nicht hin. Xavi, Gretschek geht ins Leere. Oh, Benzema, ich hasse es, wenn man immer so knapp nicht hinkommt, aber wir haben ihn ja. Wir machen es gut. Oh, das war ein bisschen glücklich, aber der Ball geht leider nicht ganz durch. Casillas letztendlich im Kasten, der ihn hat. Piqué nach vorne gespielt. Da ist Benzema. Jawohl, gut gemacht. Boateng geht, Boateng geht, Boateng geht, Boateng geht. Boateng macht ihn nicht. Mensch, da hat er ihn so ein bisschen schlecht vorgelegt. Und dann, ja, dann kommt er da nicht mehr so richtig in Fahrt. Habe ich nicht mehr getraut, wobei, da wäre eng geworden, oder? Wenn wir noch einen Schritt machen, ich weiß es nicht. Jetzt Alaba mit der Ecke, Hummels ist da, oder? Oder auch nicht. Drimmitsch, ich probier's mal. Gib die Ecke da unten. Dani Alves war noch dabei. Wieder Alaba, komm schon. Ginczek, Ginczek. Kommt leider nicht hin. Das wäre natürlich auch ein geiles Ding, wenn Ginczek jetzt noch eine Bude macht. Aufgepasst, langer Ball, Benzema. Fährmann ist da. Fährmann, oioioi. Riskant, aber alles in Ordnung. Gut gespielt. Boateng. Ah, oh, bisschen zu lang. Und dann verspekuliere ich mich da. Hab gedacht, der läuft ein bisschen anders. Jetzt aufgepasst. Gutes Zusammenspiel, aber Chandler setzt sich gegen Neymar durch. Welch ein ungleiches Duell. Boateng kommt nicht ran. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Jetzt am besten ja das zweite machen. Oh, Dante gegen seinen Kollegen, gegen Neymar. Und der macht das super. 28. Minute. Gerade sage ich es noch. Wir müssen jetzt eigentlich die zweite Bude machen. Sonst kommt er wieder so ins Spiel. Ja, aber der ist eigentlich gar nicht so richtig da, oder? Also so richtig im Spiel ist er nicht, aber wir waren jetzt in den letzten Minuten so ein bisschen zu unkonzentriert. Zu Larifari und dann, ja, geschehen eben solche Dinge. Dann kann es ganz, ganz schnell gehen. Von dem her sollten wir da jetzt wieder dranbleiben und wieder ein bisschen mehr tun. Benzema, gute Grätsche. Ja. Oh, abgeblockt. Wäre der gekommen? Ich glaube, trotzdem nicht ganz. Jordi Alba oben ist Neymar. Gut aufgepasst von Chandler. Ball geht ins Aus. Gibt da zunächst mal den Einwurf. Wie lange haben wir denn noch? Wie lange spielen wir denn hier noch? Ich glaube, knappe Viertelstunde, 10 Minuten, irgend sowas. Und dann ist hier erstmal Halbzeit. Wie gesagt, das ist so ein bisschen blöd. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, dass wir die zweite Bude nicht gemacht haben. Hätten wir, denke ich, eher verdient als ein 1-1. Jetzt aufgepasst, Neymar. Alaba. Oh, shit. Und der ist wieder drin, oder? Och, fleck mich doch am Arsch. Ich krieg den Ball nicht weg. Und dann macht Pedro den rein. Das war jetzt, glaube ich, die zweite Chance unseres Gegners. Und die zweite Bude. Eieiei. Also wenn es so weitergeht, dann werden wir heute in der Folge keine Münzen einkassieren. Und was noch viel schlimmer ist, in Anführungszeichen, vielleicht auch nicht die Meisterschaft feiern können. Boah, wäre der fett gewesen von Ginczek. Oder was, Drimmitsch? Ich glaube, Ginczek war es. Alter Schwede, der wäre mal interessant gewesen, ob der gekommen wäre. Jetzt ist Ginczek da. Freunde, da ist doch Ginczek. 36. Minute. Ja, der Sturmpartner von Josip Drimmitš macht die Bude rein. Aber Drimmitš heute so ein bisschen unauffällig. Ne? Kommt noch nicht allzu viel. Hat zwar ein, zweimal einen Ball bekommen, wo er eventuell was draus hätte machen können. Aber irgendwie hat es noch nicht so richtig geklappt. Oh, da müssen wir besser entgegenkommen. Xavi. Gute Grätsche von Dante. Gut gespielt.
Ja, ja, ein bisschen zu lang, da kommt Rimic. Leider nicht hin. Aufgepasst, das macht der Keeper. Casillas, oh, macht den Fehler. Konnten sie aber so gerade nochmal ausbügeln. Gut aufgepasst von Alaba. Gutes Ding. Franz. Drimic. Dachte, wir haben ihn noch nicht mal. Ich war noch so ein bisschen auf der Zweikampfstaste. Und dann kam so ein Schuss bei raus. Jetzt, oh Gott sei Dank, den wollte er lang spielen. Den wollte er sowas von lang spielen. Und Ginzek wollte den auch ein bisschen besser spielen. Eieiei, wir müssen jetzt dranbleiben. Benzema. Gut. Ja, super. Boateng, komm. Oh, Sergio Ramos setzt sich da so gerade nochmal durch. Aber war auch kein Foul. Brauchen wir nicht drüber reden. Wunderbar gespielt. Jetzt aufgepasst. Neymar. Gut, von Chandler. Ja, das war jetzt mal stark. Komm, Boateng, jetzt mach ihn. Kevin Prinz Boateng. Und er macht ihn rein. 3:2. Ja, das Spiel ist wieder gedreht. Boah, ihr merkt, so richtig fit bin ich nicht. Ich bin heute so ein bisschen hier am Kränkeln und am Tun. Ich weiß nicht, woran es liegt. Na? Immer schönes Wetter gewesen bei uns. Jetzt ist es wieder ein bisschen stürmisch und schon holt sich Schlappi hier eine Erkältung. Aber gut, alles halb so wild, geht auch wieder vorbei und so schlimm ist es nicht. Oh shit, die Grätsche war dann schon ein bisschen schlimmer. Also 3:2, ich schätze mal, das sollten wir jetzt irgendwie versuchen in die Halbzeit zu kriegen. Das sollte das Ziel sein. 45. ist. Aufgepasst, er macht's über Fabregas nach oben gelegt. Alaba, super. Komm. Oh. Und der Ball war auch nicht wirklich perfekt. Aber der schon auf Ginzek. Boah, mach ihn, komm. Das wäre jetzt wichtig. Ginzek. Ui. Ja, wir hätten eigentlich fast noch so ein bisschen draufsteigen können. Aber gut, am Ende bleibt's höchstwahrscheinlich hier beim 3:2 nach 45 Minuten. So schaut's aus. Gehen wir rein in die Halbzeit. Also, Boateng, Ginzek, Franz von Drimmitsch noch nicht viel zu sehen. Vom Mann dieser Serie sozusagen. Und ihr seht's, ich hab's gesagt. 2 Schüsse aufs Tor hat der. 2 Tore, ne? Also eiskalt, wir mit 5 insgesamt, beziehungsweise 8 insgesamt, 5 davon aufs Tor. Einen, denke ich, werden wir noch machen. Dann wird er aufmachen, dann können wir kontern. Dann, ja, ist das zumindest schon mal die halbe Miete. Aber so ein 3:2 ist mir jetzt ein bisschen noch zu wenig. Gerade noch so durchgesetzt. So ein Drimmitsch-Ball kommt trotzdem nicht an. Jordi Alba aufgepasst. Gut von Chandler. Ja. Oh, komm nicht durch, der Ball. Von Shaqiri und Meira gelaufen. Langes Ding. Benzema, aber Alaba ist da. Oh shit, und der war ein bisschen kurz. Busquets. Wegköpfen, wegschießen, passen und lang. Jawohl. Und ganz oben läuft er. Ganz oben läuft er. Ah! Den kann man auch besser spielen, Freunde. Wenn der ein bisschen besser in Lauf kommt. Ganz, ganz stark von Dante. Der war sehr wichtig. Xavi. Hohes Ding nach oben. Pedro. 51. Der steigt doch drauf, oder? Nee, der steigt nicht drauf. Oh, Chandler setzt sich so gerade nochmal durch. Busquets, jetzt haben wir ihn. Und jetzt müssen wir gehen. Kevin Prince Boateng. Gutes Ding. Boateng läuft oben. Der war super. Und der war einer zu viel. Beziehungsweise, da sind wir noch nicht so richtig in Position gelaufen. Xavi, Benzema. Da ist wieder Cesc Fabregas. Alaba ist doch schnell. Und auch noch schneller wie sein Gegner. Gut gemacht. 54 Minuten. Bisschen zu lang. War auch die falsche Taste dafür. Aber gut. Boah, bin ich froh. Boah, mein Hals kratzt schon kräftig. Bin ich jetzt froh, wenn wir das Ding gewonnen haben. Ich hatte zwar mega Bock auf Aufnehmen, aber ich glaube, das tut dem Hals jetzt nicht wirklich gut. Und ich will eigentlich morgen noch ein bisschen was aufnehmen. Mal gucken, ob das alles so hinhaut. Franz geht wieder. Ball ist fast ein bisschen zu weit nach außen, aber Franz ist da. Franz, oh, macht das eigentlich gar nicht so schlecht. Der Ball kommt aber nicht durch. Und schon hat er ihn wieder. Aufgepasst, Pedro. Nein. 58. In der Mitte ist Chandler jetzt mit da. Das ist soweit gut. Oh, den wollte er, glaube ich, in die andere Richtung machen, oder? Gut aufgepasst von Hummels. Alaba und Hummels jetzt muss... Oh, Hummels, bärenstark. Franz, auch gut. Auch gut. Drimic, ah, wenn er den ein bisschen mehr rumkriegt, könnte das oder wäre das höchstwahrscheinlich was geworden. Mensch, wir brauchen jetzt unbedingt das Vierte, Freunde. Aber sowas von unbedingt. Oh, war ein bisschen riskant, aber Fährmann spielt doch mit. Gut gemacht. Kopfball gewinnen wir auch, kommt allerdings genau zum Gegner. Jetzt ist er wieder bei uns dabei. Hummels, oh, gut mal die Übersicht behalten, die dann da unten... Sein Mitspieler nicht hat. Drimmitsch. Jetzt haben wir ihn.
Drimmitsch geht, komm, gegen Ramos, aber da kommt er nicht nach. Ramos ist kein langsamer Innenverteidiger. Leider. Jordi Alba, der ist noch ein Ticken schneller. Gut nach vorne gelegt, Neymar. Ja, über den brauchen wir schon gar nicht reden. Dante. Gut in die Mitte gelegt, Gündogan. Dante. Ah, kommt der noch? Der ist wieder ein bisschen zu kurz. Schade. Ramos. Ich will eigentlich noch ein kleines Thema ansprechen, wo ich mir überlegt habe, jetzt so mitten in der Folge, ob ich das überhaupt ansprechen soll. Aber ich will es ansprechen, aber da müssen wir jetzt erst noch die Bude machen, Freunde. Vorher traue ich mich nicht. Oder zumindest, ja, da uns mal so ein bisschen gerade befreien aus der Lage. Weil sonst ist mir das zu heikel. Jetzt vielleicht. Ginzek. Ah, da kommen wir aber nicht durch. Jordi Alba. Oh, komm, geh hin. Mensch, Pedro ist oben. 71. Minute. Ich würde sagen, nach dem Angriff spreche ich es einfach trotzdem kurz an. Weil es mir so ein bisschen auf der Zunge brennt. Oh, Freunde, fast hätte ich es doch nie angesprochen. Wenn der reingeht, dann nicht. Shaqiri, Boateng. Nee, und zwar geht es darum, dass es in der letzten Folge, wie gesagt, sehr, sehr viele Kommentare gab. Und einer davon, jetzt lasst mich mal schnell die Bude machen, Boateng. Oh, wieso geht er da nicht hinter Drimmitsch? Schade. Einer davon war, er hat es im Nachhinein auch nicht so gemeint, hat er mir geschrieben. Und ich glaube es ihm auch. Kam nur so ein bisschen falsch rüber. Vielleicht hat er es auch in seiner, ich weiß es nicht, seiner kurzen Verärgerung oder keine Ahnung was geschrieben. Ist auch halb so wild, er hat es nicht so gemeint im Nachhinein. Entschuldigung, genommen, alles gar kein Thema. Aber er hat gemeint, dass ich mich eigentlich so ein bisschen verändert habe, dass ich jetzt meine, weil ich mehr Abos habe, dass ich besser FIFA spielen kann. Drimmitsch, oh, sehr gut. Hab auch einen Kommentar drunter geschrieben und er hat auch gemeint, dass so ungefähr, als ob ich meine, ich wäre besser wie Tess und die ganzen anderen FIFA-Let's Player. Und da wollte ich jetzt einfach mal ganz kurz Stellung zu nehmen, denn ich denke, ich sag oftmals, der Ball war überragend oder so, aber das liegt nicht daran, dass ich meine, dass ich da der Beste bin, sondern dass das einfach irgendwie meine Art und Weise ist, solche Dinger zu kommentieren. Shaqiri ist da, der war überragend, Freunde. Nee, gut gemacht, guter Ball, perfekt reingeflankt und das meine ich jetzt auch in dem Sinn nicht von mir perfekt, Mensch, ich bin so gut, sondern dass er den auch wunderbar so rübergekriegt hat. Shaqiri, ja, muss dann nur noch abschließen, macht das wunderbar, 4-2 und damit jetzt auch die Entscheidung gegen den AS Essen, da bin ich doch zufrieden. Nee, aber von dem her wollte ich nur sagen und ich denke, es war wie gesagt auch nur ein Kommentar, deswegen habe ich auch erst überlegt, ob ich jetzt darüber kurz quatschen soll, aber irgendwie lag es mir doch auf dem Herzen, denn ich habe mich null verändert und ich will null besser sein als Tess und ich fühle mich null besser als Tess und Hamburger Youngsters und viel FIFA und B-Part Gaming im Kompletten und keine Ahnung. Also, ich bin da wie immer und ich denke, die Leute, die seit Anfang an mit dabei sind, die wissen, wie ich kommentiere. Und das mache ich nicht erst seit gestern. Also von dem her, gut gemacht von Gündogan. Schau, jetzt zeige ich es wieder. Schade. Aber das ist auch, weil ich dann einfach mal von mir selber begeistert bin, im Sinne von, Mensch, ich drücke irgendwas am Knüppel und es kommt was Gutes bei raus. Ihr wisst ja, dass ich nicht skillen kann. Von dem her, also das ist null die Wahrheit. Dass ich da meine, ich sei besser oder sei jemand Besseres oder keine Ahnung. Aber wie gesagt, war auch nur ein Kommentar, hat auch kein Like oder sonst keine positive Kritik oder keine Zustimmung oder so. Von dem her, ja, ne? So, aufgepasst, nochmal Fährmann. Eieiei, weg das Ding. Und vielleicht kriegen wir den Kopfball, leider nicht. Und der Ball ist im Aus und das war's dann erstmal gewesen. Also heute der Herr Drimmitsch ohne Tor. Gibt's denn das? Sonst trifft er immer. Heute mal nicht. Dante, gut gespielt. So, nach vorne, jawohl. Franz in die Mitte gelegt. Franz geht, glaube ich, erstmal nicht. Jetzt geht er, aber der ist ein bisschen langsam. Aber wenn wir jetzt das geschickt machen und auf Boateng spielen und Boateng auch noch mitspielen würde und der da fast hinkommt, dann steht es hier fast 5-2. Und das dürfte, jawohl, gewesen sein. So schaut's aus. Also am Ende ein 4-2-Sieg gegen den AS Essen. Pedro und Neymar mit den Toren für den Gegner. Shaqiri, Boateng, Ginzek und Franz mit den Toren für uns. Heißt, ja, das macht 5.000 Münzen, Freunde. 5.000 Münzen, die wir in der nächsten Folge ausgeben dürfen. Und zwar für 4 Spieler. Das werde ich mir jetzt dann gleich nach der Folge notieren. Und dann, wie gesagt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wen wir verpflichten wollen oder sollen. Auf links habe ich mal nachgeguckt, gibt's gar nicht so viele Möglichkeiten in der Fußball-Bundesliga, glaube ich zumindest. Also jetzt zumindest von Spielern, die vielleicht ein bisschen besser sind. Ne? Es gibt natürlich Reus, Ribéry und keine Ahnung, aber jetzt auch von den Bezahlbaren wäre es eigentlich fast nur, wenn mich nicht alles täuscht, Elia. Wir gucken jetzt nochmal schnell rein, nicht, dass ich da irgendeinen Blödsinn rede. Elia, Götze in Form, aber der ist auch um die 100.000 wert. Also da müssten wir mal gucken, dass wir da eventuell was Gutes herkriegen. Halt, seht ihr, da habe ich noch Hinteler von vorhin.
Halt, das machen wir anders. Und zwar, Esswein habe ich mir auch überlegt, wäre auch ziemlich geil, ne? Silber, aber der kostet auch wieder einiges. Und zwar LM, so, huch, und Bundesliga. So, jetzt lasse ich mal alle hier bei der Qualität, sprich Bronze, Silber und Gold. Arango wäre noch was, aber sonst Ilya Guardado. Ne, Charango, genau, weil ich da Sautner oder so lese. Arango, Ribéry, kannst du knicken, ne, 708.000. Und das wird noch vielleicht ein bisschen hochgehen. Götze, wäre auch ziemlich nice, aber Großkreuz, Huschti, ich weiß nicht, wenn, würde ich schon ganz gerne den Silbernen nehmen, aber ihr merkt, da ist eigentlich nur Ilya Guardado und Arango. Links, linker Flügelsturm, habe ich auch geguckt, da habe ich eigentlich gar nichts gefunden. Hanik, das ist natürlich auch mal interessant, ne? Weil wir davon geredet haben, von wegen nicht jetzt immer die Standardspieler. Hanik wäre ziemlich nice in Form. Okazaki? Ja, vielleicht auch mal was anderes, ne? Also wie gesagt, da bin ich offen. Schreibt's einfach mal in die Kommentare bezüglich linkes Mittelfeld, eventuell auch Stürmer, Rechtsverteidiger. Bin ich eigentlich mit Chandler noch zufrieden? Also ich glaube, das wird fast die Position sein, die wir als letztes austauschen. Wobei ich mit Schäfer auch zufrieden war. Aber es haben sich so viele Fairmann Team of the Season gewünscht. Von dem her habe ich euch natürlich den Wunsch erfüllt. Linkes Mittelfeld, Stürmer oder Rechtsverteidiger, aber Rechtsverteidiger, wie gesagt, eher dann am Ende. Das ist jetzt noch so die Positionen, denke ich, die wir ändern sollten. Und damit würde ich sagen, schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch noch einen Daumen nach oben geben würdet, wenn ihr mehr sehen wollt. Das ist am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.